Also danke in die Dramaturgie auch noch diese Entstellung oder Entfremdung von Sätzen, die aber manchmal auch wichtig sind, weil sie Neues erschließen, oft spielerisch. Zum Beispiel diese intime Frage des Jesus Christ, der fragte, liebst du mich? Dreimal, dann weide meine Schafe, weide meine Lämmer und so weiter. Das könnte man jetzt einmal ein bisschen entfremden, darstellen, indem man sagt, man geht weiter weg und sagt, liebst du mich? Ob du mich liebst? Leben! Ob du mich liebst? Mich! Dann weide meine Schafe und meine Lämmer. Verstehst? Das wollte ich noch mit dem Workforce-Straße und so diesen Elektromagnetismus sagen. Der Mond droht in das Gitter zu fallen, wenn man 30 Jahre laut schreien muss und kein Kamerad, kein Schulkollege, keine Dame lässt sich verführen, einmal wenigstens sich zu einem D einzulassen oder zu einem Telefonat. Tut's nicht, verstehst? Der Jesus Christ hat das eigentlich damals nur leise brauchen gesagt zu seinem besten Freund. Der hat viele Freunde gehabt, auf 5000 in einem Abend. Und hat gesagt, liebst du mich? Liebt ihr mich wirklich? Versteht ihr mich? Verstehst? Dann habe ich für euch auch die Geschöpfe zum Leben. Verstehst? Weide meine Lämmer, nimm meine Menschenkinder und sorge für sie und trage sie und lasst euch gut gehen. Verstehst? Das Kreuz ist so sanft, dass ich euch übertrage. Es verspricht immer mehr Leben, immer mehr Großzügigkeit in der Mannigfaltigkeit, die süße Speise der Liebe, der Frauenliebe, Mannliebe, also der Sexualität, der Fruchtbarkeit, der Liebe in Genuss, der Wein und das Speiseöl und alles was Gutes. Verstehst? Das Lamm, verstehst? Der Hochgenuss des Schönen.